Vielen Dank. Ich Merci. Entschuldige mich, dass ich auf Deutsch spreche. Je m'excuse de parler en allemand. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt gerade diese existenzielle Seite der Migration noch in den Blick genommen haben, bevor wir beginnen, über Gastfreundschaft zu sprechen. Et avant de commencer à parler de l'hospitalité, je suis très content qu'on ait entendu ce texte à l'instant, qui nous remet un peu dans cette problématique des migrants. Denn angesichts der Not, die reale tägliche Not, die mit dieser Frage der Migration zusammenhängt, mit dieser menschengemachten Not und der Frage nach der Gastfreundschaft, mir fällt es nicht leicht, darüber zu sprechen. Il n'est pas simple pour moi de parler de ce thème quand on a d'un côté à l'arrière-plan toute cette question migratoire, ce problème de l'accueil de l'autre et d'aborder la question de l'hospitalité comme je vais le faire maintenant. Und doch, denke ich, ist es legitim, zu denken über diese Frage. Je pense qu'il est légitime pourtant de réfléchir sur cette question. Weil ich den Eindruck habe, dass die Gedankenformen, mit denen wir versucht haben, in den letzten 2000 Jahren der Kulturgeschichte, sage ich mal etwas flott, dass diese Gedankenformen nicht die Herausforderungen der Gegenwart einigermaßen zu bewältigen. Et je suis persuadé que les formes de pensée que nous avons élaborées depuis 2000 ans ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour aborder ces questions et les maîtriser. Und ich denke, für diese Idee der Gastfreundschaft, diese Metapher der Gastfreundschaft, sie nimmt etwas in den Blick, was heute meines Erachtens immer wichtiger wird, als Fähigkeit, die Gestaltung von Nähe und Ferne. Mais je crois que cette métaphore de l'hospitalité va nous aider à prendre de plus en plus conscience de cette dualité de proximité et d'éloignement. Nähe und Ferne als ein Feld, in dem wir uns zunehmend aufhalten. Proximité et éloignement, c'est un champ dans lequel nous nous tenons de plus en plus. Während im 20. Jahrhundert wir uns sozusagen gefasst haben und gedanklich formiert haben durch die Gegenüberstellung von Identität und Distanz. Ceci face à la manière de penser du 20e siècle, nous avons mis une distance entre ce que nous voyons dehors, ce que nous pensions et nous-mêmes. Die Identität, dass wir sicher sind, wer wir sind und uns auf diese Identität behauptend stützen können. Nous nous affirmons, nous nous reposons de plus en plus sur l'identité que nous avons acquise et développée au cours du 20e siècle. Und auf der anderen Seite die Distanz zu dem, was wir falsch finden, zu dem, was wir von dem wir uns abgrenzen, die anderen als diejenigen, die dort drüben sind. Et parallèlement à ça, nous nous sommes éloignés, nous avons mis à l'extérieur ceux qui sont différents de nous, autres que nous et tout ce qui est extérieur à nous. Und demgegenüber steht die Frage heute überall und in meinem Feld der Frage der Digitalisierung ist das auch sehr handgreiflich, dass wir es überall zu tun haben mit Formen von Nähe und Ferne. Et dans tous les domaines, y compris le mien, dans mon domaine de recherche, je vois qu'on a de plus en plus affaire à cette question de proximité et d'éloignement. Wir sind nah allem, was in der Welt geschieht. Wir brauchen nur unser Smartphone aus der Tasche zu ziehen. Nous sommes très Alles proches ist nah. De ce qui se passe dans le monde. Nous croyons être proches en sortant notre smartphone. Nous avons des informations du monde entier. Und doch sind wir fern demjenigen, der dort kommuniziert. Wir können nicht sozusagen die Glasscheibe des Bildschirms durchdringen. Et pourtant, nous sommes éloignés de celui qui peut nous communiquer quelque chose de l'autre bout de la terre. Nous ne pouvons pas percer ou casser la vitre de notre appareil pour aller rencontrer l'autre à l'autre bout. Und doch ist die Frage, ob wir ihm in einer realen Beziehung stehen können, trotz dieser Ferne. Et la question qui se pose est la suivante. Est-ce que nous pouvons tout de même être dans une relation avec cet autre, malgré la distance qui nous sépare? Und so glaube ich, dass wir dieses Feld von Nähe und Ferne heute immer mehr als ein zu bewohnendes Feld, in dem wir fähig werden müssen, kompetent werden müssen, sozusagen diese Ambiguität dieses Feldes zu gestalten
dass darin eine Tugend, eine Kraft immer mehr deutlich zum Vorschein tritt, wie wir dies tun. Et nous devons de plus en plus occuper cet espace, ce champ entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur pour acquérir aussi des compétences, des capacités nouvelles pour l'habiter plus pleinement. Und in diesem Sinne verstehe ich die Idee der Gastfreundschaft, diese als ein Denkbild, das sich entfalten möchte. C'est dans ce sens que je comprends le terme d'hospitalité comme une pensée image qui voudrait se développer. Und das will ich gerne in vier Etappen tun. Et je voudrais vous présenter cela en quatre étapes. Gastfreundschaft im deutschen Wort ist die Freundschaft zwischen dem Gastgeber und dem Fremden, der kommt. Le terme allemand Gastfreundschaft veut dire j'ai de la joie à accueillir l'autre. Die Freundschaft, die entsteht. Freundschaft, c'est l'amitié. Die Freundschaft, die entsteht zwischen einem gänzlich Fremden. Donc l'amitié qui peut naître entre quelqu'un qui est étranger à moi au début. Und eben dem Gastgeber, der sein Haus, der seinen Innenraum öffnet, um das andere einzulassen. Et l'autre qui ouvre sa maison, son espace pour laisser entrer l'étranger chez lui. Und so will ich vier Etappen dieser entstehenden oder der Möglichkeit einer entstehenden Gastfreundschaft, einer Freundschaft ins Auge fassen. Erstens, j'aimerais que nous regardions tout d'abord quatre étapes de cette possibilité d'hospitalité. Erstens, die Voraussetzungen. Tout d'abord les préalables, les conditions préalables nécessaires. Das ist auf der einen Seite, was macht den fremden Gast aus? C'est-à-dire, c'est quoi l'étranger? Qu'est-ce qu'il caractérise? Und in welcher Situation ist der Gastgeber? Et dans quelle situation se trouve l'hôte qui accueille? Bevor er Gäste empfängt? Avant même qu'il n'accueille des étrangers? Das sind die Grundvoraussetzungen der Gastfreundschaft, der erste Punkt. Les préalables avant d'exercer l'hospitalité. Und dann der zweite Moment, den ich heute ins Auge fassen möchte, ist der Moment an der Türe, der Moment, bevor der Gastgeber die Türe öffnet. La deuxième étape que je voudrais encore décrire aujourd'hui, c'est le moment où on va ouvrir la porte et où se tient l'étranger au seuil avant d'entrer dans la maison. Sodass sich Gastgeber und Gast Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Avec ce moment où les regards vont se croiser pour la première fois, face à face. Und morgen, im zweiten Beitrag, werde ich versuchen, die Situation nach dem Einlassen des Gastes zu beschreiben. Et j'essaierai demain matin, dans ma deuxième contribution, de décrire ce qui se passe lorsque l'étranger est rentré dans la maison. Was geschieht zwischen Gast und Gastgeber? Et ce qui se passe alors entre celui qui accueille et celui qui vient? Sodass daraus eine Gastfreundschaft entsteht? Pour que naisse une amitié d'accueil. Das ist die dritte Situation. Und die vierte Situation, die ich morgen ins Auge fassen möchte, die Situation des Abschieds. Et la quatrième situation, qui sera la deuxième partie demain matin, c'est le moment du départ, la séparation. Der Moment, wo man Adieu sagt. Le moment où on dit adieu. Die Voraussetzung des... Oh, das ist jetzt laut. Die Voraussetzung des Gastes. Donc le préalable de celui qui vient. Comment, dans quel état est-il? Der kommt, ist ein Wanderer. Celui qui vient est un promeneur, un voyageur. Ein Wanderer, ein Fremder. Fremder, der nicht zu Hause ist. C'est un étranger qui n'est pas chez lui, à la maison. Während der Gastgeber ja zu Hause ist. Alors que celui qui va accueillir l'hôte, il est chez lui, dans sa maison. Der Gast ist ein Fremder, der seine Heimat verlassen hat. Donc celui qui a quitté sa maison n'est plus chez lui et arrive chez quelqu'un d'autre.
Das ist seine Kondition, nicht zu Hause zu sein und fremd zu sein in der Welt, die ihn umgibt. C'est sa condition d'être dans un monde étranger qui l'entoure maintenant, il n'est plus dans son milieu chez lui. Er sucht nicht das Zuhause sein. Et il n'est pas en recherche de sa maison. Und noch genauer gesagt, ist er ein nicht nur ein Wanderer, sondern was man im Deutschen nennt, ein Geselle. Et en allemand, on dit aussi qu'il n'est pas seulement un voyageur, il est aussi un apprenti, un compagnon plutôt, un compagnon dans le sens ancien du compagnonnage. Also er ist der Geselle, und der Geselle zeichnet sich dadurch aus, dass er die Werkstatt des Meisters verlassen hat. Et le compagnon se caractérise par l'état de fait d'avoir quitté l'atelier du maître qui l'a formé. Der Lehrling ist derjenige, der zu Hause weggegangen ist und zum Meister gegangen ist. Le premier stade, c'est l'apprenti qui a quitté la maison et qui va chez le maître pour apprendre. Der Lehrling verlässt das Zuhause, um zu einem Meister zu gehen. L'apprenti quitte sa maison pour aller chez un maître. Und der Geselle verlässt den Meister, um das Offene zu suchen. Et le compagnon, lui, quitte le maître pour aller chercher une ouverture. Das Offene zu suchen, das Weite zu suchen, das Andere zu suchen. Il cherche ce qui est nouveau, ce qui est différent, ce qui lui donne de nouvelles perspectives. Der Wanderer, der Geselle auf Wanderschaft, ihm ist es verboten, in den Umkreis des Zuhauses und den Umkreis des Meisters zurückzukehren. Le compagnon n'a pas le droit de retourner chez lui ni de retourner chez le maître où il vient d'apprendre. Er ist angewiesen darauf, mit dem zu leben und zu arbeiten, sich darauf zu verlassen, was er gelernt hat. Il doit maintenant faire confiance dorénavant à tout ce qu'il a appris pendant son compagnonnage. Er kann sich nicht mehr auf die Autorität des Meisters berufen. Il ne peut plus se baser simplement sur l'autorité de son maître. Der Meister, der gibt die Sicherheit der Werkstatt, die Sicherheit der Regeln, die Sicherheit dessen, was richtig und falsch ist. Tout ce qui était sécurité apportée par le maître, l'atelier, les règles, la façon de se comporter, tout cela disparaît. Die Sicherheit, dass ein Gegenüber da ist, das mir sagt, was ist richtig und was ist falsch. Je perds la sécurité de celui qui me disait jusqu'à présent ce qui est juste et ce qui est faux. Der Geselle verlässt diese Sicherheit. Der Wanderer hat diese Sicherheit verlassen. Donc le compagnon voyageur quitte cette sécurité. Und das zeichnet ihn aus, dass er eben dadurch fremd ist. Et cela va maintenant caractériser son état d'étranger. Und die Frage ist, wohin führt dem Gesellen diese Fremdheit? Et on peut se demander maintenant où ce compagnon va être conduit dans cette étrangeté nouvelle. Er kehrt jedenfalls nicht nach Hause zurück. Il ne retourne pas chez lui en tout cas. Und es gibt bei eine schöne Persiflage oder eine schöne Inszenierung, ein tiefes Märchen über die Geschichte des Gesellen, der nach Hause möchte. Il y a une très belle histoire, une belle scène où on raconte qu'un compagnon voudrait retourner à la maison. Es ist die Geschichte von Hans im Glück. Vielleicht kennen Sie die c'est Geschichte. L'histoire de Jean Chanceux. Jean Chanceux. Jean la chance. Jean dans la chance. Er hat 7 Jahre gearbeitet bei dem Meister. Il war also ein Lehrling. Il a appris pendant 7 ans le métier auprès de son maître. Und ist bereit, jetzt ausgebildet, eigentlich in die Welt zu gehen und bekommt. Le voilà prêt à affronter le monde. Er bekommt als Lohn ein Goldklumpen, so groß wie ein Kopf. Et on lui donne comme présent, comme récompense, un morceau d'or aussi gros qu'une tête. So groß wie ein Kopf, ein Goldstück. Und auf dem Weg zieht es ihn nach Hause. Und
Ja, er möchte zurück zu seiner Mutter. Une fois en route avec son gros paquet d'or, il a d'un coup envie de retourner à la maison, de voir sa mère. Und dieses Goldstück, man könnte sagen, die Frucht des Arbeitens in der Fremde. Ce morceau d'or, c'est un peu le fruit de son travail dans le terrain étranger. Sie wird ihm zur Last. Cela devient un poids maintenant pour lui. Es ist sehr, sehr schwer, dieser Klumpen, also diese Frucht des Arbeitens in der Fremde, sie wird dem Hans im Glück zur Last. Donc Jean la chance trouve ça trop pesant, ce morceau d'or, cette récompense qu'il a reçue. Und dann trifft er jemanden, der ein lahmes Pferd hat und sagt, hier willst du nicht tauschen, dieses Stück Gold gegen dieses Pferd. Und er ist glücklich, weil er jetzt endlich schneller nach Hause kommt. Et voilà qu'il rencontre quelqu'un avec un cheval et il est tout heureux de pouvoir troquer son morceau d'or contre un cheval qui va lui permettre de rentrer plus vite à la maison. Aber dieses Pferd schmeißt ihn herunter. Mais il va être désarçonné du cheval. Und so kommt jemand anderes am Wegrand, der ihm eine Kuh geben will, im Tausch geben gegen dieses unzügliche Pferd. Il rencontre alors quelqu'un d'autre qui a maintenant une vache puisque le cheval est parti. Ils font à nouveau un échange. Und der sagt, oh, ich habe so Durst, also nehme ich diese Kuh, dann kann ich mir immer was zum Trinken holen. Et Jean Lachance est très heureux de maintenant d'échanger le cheval contre la vache, parce qu'il a soif, et chaque fois qu'il aura soif, il pourra traire la vache pour boire. Und als der Tauschende weggeritten ist mit dem Pferd, merkt er, dass da aus dieser Kuh nichts herauskommt und ist sehr betrübt. Mais une fois l'échange effectué, il voit qu'il s'est fait rouler parce que il n'y a pas de lait qui sort du pied de la vache. Und es kommt jemand, der tauscht die Kuh gegen ein Schwein. Il va après échanger la vache contre un cochon. Und das Schwein gegen eine Gans. Puis le cochon contre une oie. Und schließlich die Gans gegen einen Schleifstein, wo er einen Schleifer trifft, der eben zeigt, wie man einfach mit Hilfe eines Steins immer Geld in der Tasche hat, denn man kann überall die Messer schleifen gehen und ist so immer ein glücklicher, reicher Mann. Et l'oie finalement va être échangé contre une pierre à affûter et il va apprendre dans cet échange comment on peut toujours affûter des couteaux pour d'autres et donc gagner de l'argent et vivre simplement. Avec ce outil. Der Schleifer, der hebt einfach einen Feldstein auf und gibt ihm hier hast du einen Stein, mit dem kannst du also dein Glück verdienen. Et donc celui qui lui donne cette pierre affûtée ramasse une pierre quelconque, lui donne cette pierre, lui dit voilà, tu pourras être chanceux avec cette pierre. Und so läuft er schon sehr beschwingt und glücklich weiter, bis er an einen Brunnen kommt, wo er seinen Durst endlich einmal stillen kann. Et Jean continue avec cette pierre, tout heureux, puis il arrive à une fontaine et enfin il peut boire, parce qu'il a très soif. Legt den Schleifstein auf den Brunnenrand, kurbelt den Eimer hoch und durch ein Missgeschick fällt jetzt also dieser Stein auch noch in den Brunnen. Il arrive donc à tourner la manivelle pour faire remonter un seau d'eau pour enfin boire, mais avec un geste malencontreux, il tape dans cette pierre qui était posée au bord du puits, qui tombe au fond du puits. Und er ruft aus, das ist wunderbar, jetzt muss ich nicht mal mehr diesen schweren Stein mit nach Hause tragen. Ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne. Et il s'exclame tout joyeux, mais maintenant je n'ai même plus besoin de porter cette pierre et de gagner ma vie avec cette pierre. Je suis l'homme le plus heureux sous le soleil. Hans im Glück, das ist derjenige in uns, könnte man sagen, diejenige Instanz, die, wenn sie die sichere Heimat des Meisters zu verlassen hat, nach Hause möchte zur Mama. Jean Lachance est cette instance en nous qui, une fois acquis l'apprentissage et une fois quittant le maître, voudrait rentrer à la maison, chez Maman. Die Frucht des Arbeitens beim Meister, sie wird nicht nach vorne getragen, sie wird als Last empfunden. Tout ce qu'il a pu acquérir durant son apprentissage est considéré comme un poids. Ça lui pèse finalement. Dass wir gerne gegen anderes eintauschen, um einfach zurückzukehren. Et nous aimerions échanger ce bagage pour des choses plus simples et retourner en arrière.
das Fremde und ja, das Fremdsein als ein, nicht als eine Last zu empfinden, ist die Herausforderung dessen, der an der Schwelle steht, sozusagen vom Gesellen, vom Lehrling zum Gesellen aufzubrechen. Donc il s'agit vraiment dans cette métaphore de dépasser le passage de l'apprenti au compagnon et d'aller plus loin vers l'avant maintenant. Fremdheit als Gewinn zu erleben. Et on devient donc étranger par là, mais il faudrait arriver à le vivre comme un gain nouveau. Die Fremde, sie bringt eine weitere Frucht mit sich. Ce côté étrange, étranger, porte un autre fruit aussi. Sie können das, jeder kann das beobachten, wenn er in der Fremde ist und niemanden hat, mit dem er direkt sich austauschen kann. Nous pouvons tous faire cette expérience lorsque nous sommes à l'étranger et que nous n'avons personne avec qui converser. Und man kann auch fremd sein heute unter den Freunden, unter den denen, die einem vielleicht auch nahestehen. Es ist nicht nur so, dass man der Fremde ist, wenn man in einem fremden Land ist. Mais on peut aussi être étranger au milieu de ses amis, de ceux qu'on connaît. Et on n'est pas obligé d'aller loin dans un autre pays pour se retrouver dans cet état d'étranger. Die Frucht des Bejahens der Fremdheit. Donc le fruit de cette acceptation de dire oui à l'état d'étranger weckt eine innere Stimme. Cela peut éveiller en nous une voix intérieure. Eine Stimme, die so ist, dass ich mich beginnen kann, mit mir selbst zu unterhalten. Une voix intérieure qui commence à se calmer à tel point que je peux commencer à converser avec moi-même. Die Fremdheit erweckt die Stimme der Intimität. Cette étrangeté m'éveille aussi à l'intimité intérieure. Die Intimität als die innere Zwiesprache des Menschen mit sich, der in der Fremde ist. Par intimité, on entend ce dialogue intime en nous, donc de surmonter l'étranger en nous. Diese intime Sprache ist die Sprache, die auch die Mystiker beschrieben haben. On retrouve une description analogue chez les mystiques de cette attitude et de ce dialogue intérieur. Und es ist eine Spur bis zurück zu Sokrates Philosophie. Et on peut remonter jusqu'à la philosophie de Socrate. Die alle sich darauf bezogen haben, wenn sie denken, dann sind sie in einer inneren Zwiesprache. Tous les philosophes socratiens étaient dans cette capacité de dialoguer à l'intérieur d'eux-mêmes. Das Denken, nicht im Sinne einer abstrakten analytischen Tätigkeit, sondern als dieses mit mir selbst sein, intim mit mir selbst sein, wenn ich der Fremde bin. Il ne s'agissait pas ou il ne s'agit pas d'un dialogue abstrait avec moi-même, mais profondément intime à l'intérieur de moi. Das ist eine zarte und feine Stimme, die sich weckt. C'est tout d'abord une voix très tendre, très douce qui parle en moi. Sie regt sich im Innern und sie wird immer mehr zu einer Kraft, diese innere Stimme. Elle va s'éveiller de plus en plus, cette voix en moi va se renforcer. Eine innere Kraft, die es mir ermöglicht, in dem inneren Beziehen auf mich selbst zu urteilen. Et cette force qui va grandir en moi va me permettre aussi de porter ou de développer une capacité de jugement intérieur. Zu urteilen darüber, was ich richtig finde. Capacité de jugement pour savoir ce que je trouve juste. Was ich tun werde. Et aussi ce que je vais faire. Was ich zu tun habe und im Bilde des Gesellen, der auf der Wanderschaft ist. Et ce que j'ai à faire à l'image de ce Jean Lachance qui est en route. Der Geselle lernt aus der inneren, aus der Intimität, das zu
das zu urteilen darüber, wie er das nächste Werkstück zu gestalten hat. Le compagnon qui doit mûrir en lui la capacité de prendre la décision de réaliser le prochain ouvrage, le prochain chef-d'œuvre. Er kann es nicht so machen wie der Meister. Er hat gelernt beim Meister, wie man es macht, und jetzt muss er lernen, wie er es macht. Il ne peut pas faire la même chose que ce qu'il a appris chez son maître. Il a appris comment faire des choses, mais il va devoir développer sa propre façon de faire. Das ist zunächst eine Last. Et ça peut être vécu comme un poids dans un premier temps. Und indem die Stimme kräftiger und vielleicht auch leichter wird. Mais si cette force grandit et s'allège un petit peu en nous, wird sie eine unglaubliche Kraft der Freude. Elle peut se transformer en force joyeuse ou en force de joie. Und das, was zunächst die Zurückgezogenheit in die Intimität des Inneren bedeutet, wo diese Stimme so zart und einfach, zart und still zunächst spricht. Et ce qui était tout d'abord ce dialogue très très doux, très fin et très silencieux, on pourrait dire, à l'intérieur, wird zu einem inneren Erwachen, se transforme maintenant en un éveil intérieur. Und in dem Maße, wo diese innere Stimme des, der inneren Zwiesprache wach und hell wird, et dans la mesure où ce dialogue s'éveille maintenant et s'éclaircit en nous, entsteht die Möglichkeit, den Blick zu heben. La possibilité d'élever son regard grandit en même temps. Den Blick zu heben meint, dass die Frage entsteht in ihm, diesem Wandersmann in der Fremde, die Frage in ihm entsteht, was lebt denn in dem anderen, in dem Du, in den Mitmenschen, wenn sie in der intimen Zwiesprache sich unterhalten. Élever le regard signifie acquérir progressivement la capacité de regarder dans l'autre aussi, comment il est dans sa quête intérieure, être capable de sortir de soi pour rentrer dans l'autre. Das Erwachen des Blicks für den anderen mit der Frage, was lebt in dir, wenn du denkst, wenn du mit deinem inneren erwachenden Selbst in der Zwiesprache bist. Le regard qui s'élève signifie être capable de poser la question, qu'en est-il chez toi lorsque tu te mets à penser et à te poser la question de l'éveil intérieur en toi. Das ist die erste Bedingung der Gastfreundschaft, die Vorbedingung der Gastfreundschaft. C'est le préalable de l'hospitalité. Der Gast, poser cette question. Das ist der Gast, bevor er Gast werden kann. C'est l'étranger qui arrive avant qu'il n'entre chez l'autre. Der Fremde, der die Intimität entdeckt und in der Intimität das Selbst erwacht und das Selbsterwachen dazu führt, das ihm ermöglicht, selbst zu urteilen. Donc l'étranger s'éveille par ce dialogue et cette quête intérieure à se poser la question sur lui-même de l'étrangeté et donc de former un jugement aussi. Und das Entdecken der Kraft des Urteilens, das sich selbst Gedankenfindens für die Wahrheitssuche und für das Tun. Donc renforcer en nous cette capacité de nous former un jugement et ensuite d'agir aussi à partir de cette formation de jugement qu'on a pu se faire. Lässt den Blick entstehen im Hinblick auf den anderen Menschen. Donc cette force permet maintenant de regarder vers l'autre, en l'autre. Mit der Frage, wie urteilst du? Et de poser la question, comment est-ce que toi, tu portes un jugement? Auf der anderen Seite der Gastgeber. Maintenant regardons l'autre côté, celui qui accueille l'hôte. Der Gastgeber ist nicht fremd und in der Welt. Il n'est pas étranger, il n'est pas parti dans le monde. Der Gastgeber ist allein in seinem Haus. Il est seul chez lui à la maison.
Er ist nicht in der Welt, sondern er ist bei sich. Il est donc près de lui, il n'est pas dans le monde. Und er ist nicht fremd, sondern er ist allein. Il est seul et donc pas étranger. Wie bereitet sich, wie ist der Weg des Gastgebers? Donc quel va être le chemin maintenant de l'hôte? Bis zu dem Moment, wo er den Gast empfangen kann. Ce chemin qui va le mener à accueillir celui qui arrive. Ich habe gestern meinem Sohn erzählt, er hat mich gefragt, wo gehst du hin, was machst du schon wieder am Wochenende? Hier soir, j'ai parlé avec mon fils qui m'a dit, qu'est-ce que tu vas encore une fois faire ce week-end, où est-ce que tu vas, de quoi vas-tu parler? Und ich habe gesagt, ja, über Gastfreundschaft werde ich sprechen. Also er ist 12 Jahre alt, der Jüngste. Und le plus jeune a 12 ans, je lui ai dit, je vais parler d'hospitalité. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach mit der Gastfreundschaft. Et il a dit, mais c'est très simple, l'hospitalité. Ich erkläre dir das mal so ungefähr. Je vais te l'expliquer. Du musst eigentlich, hat er überlegt, was musst du machen? Du musst eigentlich drei Sachen machen. Et en réfléchissant un peu, il lui a dit, il faut que tu fasses trois choses. Erstens, du musst was Gutes kochen. Premièrement, si tu es celui qui accueille, tu dois faire un bon repas. Du musst was Gutes kochen, du musst aufpassen, dass das auch ihm schmecken wird. Es darf nicht also ein zu kompliziertes Essen sein, sondern es muss... Il faut pas que tu prépares un repas trop compliqué, il faut que tu fasses un repas qui aura bon goût pour celui qui arrive. Denn nichts ist schlimmer, wenn man zu Gast ist und dann was essen muss, was man nicht mag. Rien de pire d'arriver comme étranger chez quelqu'un et de devoir manger quelque chose qu'on n'aime pas. Das zweite, was er gesagt hat, ist, man muss sich überlegen, worüber man spricht. Deuxièmement, il faut réfléchir à ce qu'on va discuter avec celui qui arrive. Also ich muss mir vorher überlegen, was interessiert den, der da kommt. Donc je dois me poser la question avant, qu'est-ce qui pourrait intéresser celui qui va venir? Und dann überlege ich mir das ein bisschen, nicht zu kompliziert, aber schon so, dass es ihn auch wirklich interessiert. Il faut que ce soit intéressant pour celui. Also das ist ganz einfach und das dritte, was er gesagt hat, troisièmement, man muss natürlich putzen. Et il faut faire le ménage, bien sûr. Und das Problem, dann hat er ein bisschen überlegt, wie ist das? Ja, das ist peinlich, aber es ist auf zwei Seiten peinlich. Et le fils a dit, oui, c'est doublement pénible de faire le ménage. Warum ist das peinlich? Ja, wenn man zu wenig putzt, dann sieht es so aus, als hätte man... Si on l'a fait trop vite, c'est comme si on avait balayé la poussière sous le tapis. Das andere Problem ist, wenn man es zu doll putzt, ist, dass der Gast merken würde, dass man so doll geputzt hat, dass alles so sauber ist, wie es sonst nie ist. Und das ist auch peinlich. Et si on fait trop le ménage, l'étranger va voir qu'on a fait bien plus qu'on ne fait d'habitude. Und das geht irgendwie auch nicht, sagt er. Also man muss, weil sonst wäre es peinlich für den Gast. Les deux seraient pénibles pour celui qui est accueilli. Also es ist ganz einfach mit der Gastfreundschaft. Donc pour le fils, c'est très simple être l'hôte qui reçoit. Und in der Tat, in diesen beiden Formen des Putzens liegt für mich etwas, was die Frage des Gastgebers in guter Weise reflektiert. Et je trouve que l'exemple du ménage dans les deux cas reflète bien un des aspects de l'hospitalité. Der Gastgeber steht vor der Frage von Distanz und Distanzlosigkeit. Parce que celui qui accueille se trouve devant le défi de trop de distanciation ou l'absence de distance avec celui qui arrive. Zu viel Distanz heißt, der Gastgeber nimmt alles, was sein Haus zu seinem Haus macht, heraus. Trop de distance signifie que celui qui accueille éloigne tout ce qui fait de sa maison vraiment sa propre caractéristique. Wir kennen diese Gasthäuser in Form der Hotelketten. On voit ça par exemple dans les chaînes d'hôtels. Ich muss manchmal in Motel One übernachten, das ist eine deutsche Hotelkette. Quelquefois je dois dormir dans les Motel 1, c'est une chaîne en Allemagne. Und in allen, ich glaube, 46 Hotels in Deutschland sieht jedes Zimmer genau gleich aus. Et les 46 hôtels de cette chaîne en Allemagne ont des chambres qui sont toutes pareilles. Alle 300 Zimmer, jedes dieser 46 Hotels ist genau gleich groß, die gleichen Betten, die gleichen Vorhänge, die gleichen, alles gleich. Es sieht même ganz surface, gut aus, wenn man reinkommt. Même lit, même rideau, c'est
joli à regarder, comme ça. Aber man weiß am Morgen nicht, wo man aufwacht. Mais le matin, on ne sait pas trop où on se réveille. Der Gastgeber, der an dieser Stelle perfekt sein will, nimmt alle Eigenheit, alles, was die Eigenart des Hauses ausmachen könnte, heraus und setzt an diese Stelle ein präzises, sauberes Design. Donc l'hôte qui veut être trop parfait éloigne tout ce qui serait singulier et crée quelque chose d'apparemment parfait, un design parfait. Eine Perfektion ohne Charakter, ohne ein Ort zu sein, den man erinnern kann. Donc c'est une perfection qui ne permet pas de se souvenir après de où on était et comment c'était. Es sind erinnerungslose und daher auch geschichtslose Orte. Ce sont des lieux sans histoire, oui, on n'a pas d'histoire et pas de souvenir après. Marc Auger, ich weiß nicht, ob man ihn heute noch liest, est-ce qu'on lit encore Marc Auger, le philosophe, aujourd'hui? Hat das schöne Buch Non-Lieu geschrieben, das Nicht-Orte. C'est l'auteur du livre Non-Lieu. Les Non-Lieu. Die Nicht-Orte geschrieben, wo er die Ausbreitung dieser erinnerungslosen und geschichtslosen und identitätslosen Orte in Frankreich beschreibt. Il décrit comment en France on a de tels lieux qui sont des non-lieux, comme il vient d'être décrit. Auf der anderen Seite, das vielleicht fühle ich das nicht so sehr aus, weil es sehr unangenehm ist, der Gastgeber, der eben nicht alles herausnimmt, sondern alles zumutet, was er ist. L'autre penchant, je ne vais pas trop le décrire, parce que décrire, ça peut être un peu gênant, puisque celui qui n'enlève rien dans sa maison et qui laisse tout comme c'est, ça peut être aussi... Ja, ich weiß nicht. Können Sie sich vorstellen, was ich meine? Also Sie sind bei jemandem eingeladen, der es ganz toll findet, dass Sie kommen und dann unbedingt wollen, dass Sie alles erleben, wie es bei ihm zu Hause ist und alles so bleibt, wie es normalerweise ist und die Bettdecke und die Haare auf dem... Es ist alles da ohne Distanz. Vous imaginez que vous arrivez chez quelqu'un qui est particulièrement heureux de vous inviter dans son chez lui en ne changeant absolument rien, en ne faisant pas le ménage, on voit les poils, etc., les cheveux et des choses comme ça. Wir gehen nicht in Details. Nous n'allons pas plus dans les détails. Die andere Seite, sozusagen, dass der Gastgeber sich und seine Eigenheit zumutet. Donc c'est cet aspect où celui qui accueille est prêt à donner tout ce qui est de lui-même sans barrière, aucune. Eine aufdringliche Distanzlosigkeit. Donc il n'y a plus aucune distance et elle peut être envahissante aussi pour l'étranger. Wie kann der Gastgeber sich bereit machen, den Gast zu empfangen? Donc comment est-ce que l'hôte peut se préparer à accueillir celui qui vient vers lui? Wie kann das Innere des Menschen bereit sein, ein anderes zu empfangen? Comment est-ce que nous pouvons préparer notre être intérieur à accueillir l'autre en nous? Ein großes Bild der europäischen Geistesgeschichte will ich versuchen anzureißen. Je voudrais esquisser brièvement une grande image de l'histoire européenne. Die Empfängnisbereite. L'accueil dans la... Also die Frau, die Jungfrau, die empfängnisbereit ist, die bereit ist, den Gast zu empfangen, das ist Maria in der Situation der Verkündigung. Il s'agit de l'image de Marie, de la Vierge, qui va accueillir dans les tableaux de l'Annonciation. Vergegenwärtigen Sie sich vielleicht eines dieser Darstellungen, die Sie kennen. Essayez de penser à l'une des images que vous connaissez. Die Verkündigung. Und die Geschichte ist ja eine ganz einfache, aber doch in ihrer Einfachheit so präzise. L'Annonciation est une histoire simple, mais très précise.
Maria ist allein im Haus. Marie est seule chez elle. Ja, sie ist die Gastgeberin, die werdende Gastgeberin. Elle est la future hôtesse, celle qui va accueillir. Und sie ist allein. Elle und est sie seule. Ist allein in ihrem Zuhause. Seule chez elle. Was macht sie? Que fait-elle? Sie liest. Elle lit. Sie liest ein Buch. Sie liest nicht ein Buch, sondern das Buch. Elle ne lit pas un livre quelconque, mais le livre. Und in diesem Buch steht das Wort Gottes. Et dans ce livre, elle lit la parole divine. Das Wort Gottes liest die empfängnisbereite Seele. Donc l'âme qui se prépare à accueillir lit la parole divine dans ce livre. Und dann ereignet sich, dass dieses Lesen nicht nur ein Lesen ist, sondern sie wendet das Lesen nach innen. Et ce n'est pas une simple lecture ordinaire, cette lecture est maintenant intériorisée. Das Buch ist nicht eine Mitteilung über etwas, was draußen in der Welt ist. Le livre ne parle pas de quelque chose qui se passe dehors dans le monde. Sondern sie entdeckt im Lesen, dass das, was im Buch steht, ihr innerer Vorgang ist. Ce qu'elle est en train de lire décrit précisément ce qui va se passer en elle. Das Wort Gottes, das gelesen wird, ist ein Entdecken, dass dieses Wort im Inneren spricht. La lecture de la parole divine est une parole qui résonne à l'intérieur d'elle. Ein nach innen gerichtetes Lesen des Wortes Gottes, das sich im Buch offenbart. Donc ce qui se manifeste dans le livre à travers la lecture s'intériorise maintenant et va se manifester à l'intérieur d'elle. Und plötzlich spricht Gott in der Seele. Soudain elle entend parler Dieu en son âme. Und dann erschrickt sie. Et elle est bien sûr effrayée. Sie erschrickt und ist in Furcht. Elle est dans la crainte. Und in diesem Moment kommt der Engel. À ce moment-là apparaît l'ange. Und er sagt, fürchte dich nicht. Et lui dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Fürchte dich nicht. Und du wirst ein Kind gebären. Tu vas mettre au monde un enfant. Und in diesem Moment, und dieser Moment ist in den Darstellungen der Verkündigungen festgehalten. C'est ce moment précis qui est retenu dans la plupart des tableaux d'Annonciation. Dass sie aus der inneren Versenkung, in der das Wort lebendig geworden ist, la parole est devenue vivante en elle, ce qu'elle a lu et s'est animée en elle. Der Engel kommt und spricht, fürchte dich nicht. L'ange apparaît et lui dit, ne crains rien. Entsteht auch bei Maria der Blick. Et donc le regard s'éveille à ce moment-là chez Marie. Und das ist die Situation, die gemalt wird, vor allem bei den Renaissance-Darstellungen. Et c'est cette scène qui est peinte en particulier chez les peintres de la Renaissance. Die Entstehung des Blicks der Maria. Ils ont mis en tableau la naissance du regard de Marie. Wenn Sie das Glück hatten, die Renaissance-Darstellung von Fra Angelico etwa anzusehen oder auch Leonardos Marienverkündigungsdarstellungen. Si l'on a la chance de regarder les tableaux de Fra Angelico ou de Léonard de Vinci, par exemple. Es ist ein Zauber in diesem Blick, in diesem Blickverkehr, der zwischen Maria und dem Engel besteht. On voit comment un échange magique s'opère entre Marie et l'ange. Maria findet die Kraft, sich dem Blick des Engels auszusetzen. Marie trouve en elle la force de regarder l'ange dans les yeux. Und man weiß nicht eigentlich in diesem Weben der beiden Blicke, wer wen anblickt und wer wen empfängt im Blick. Et on ne sait plus dans ces tableaux quand on regarde qui regarde vraiment l'autre et qui accueille le regard de l'autre.
Est-ce l'ange ou est-ce Marie? Mein Französisch ist nicht so gut, aber in dem Wort regarder ist nicht nur der aktive Blick, sondern auch das garder, das Schützen und Beschützen, das Entgegennehmen und Umhüllen enthalten. Mon français n'est pas assez bon, mais il me semble que dans regarder, il y a aussi le mot garder, et on garde quelque chose du regard en soi. Das Entstehen des Blickes des Gastgebers, er ist die Vorbedingung, die zweite Vorbedingung, dass der Gast eintreten kann. Donc la naissance du regard de l'hôte est la deuxième condition pour que l'étranger qui arrive puisse entrer. Der Gastgeber ist allein. L'hôte est seul, tout d'abord. In seinem Haus. Il est dans sa maison. Er liest. Il lit. Er liest das Wort Gottes. Il lit la parole divine. Und dieses Wort wird im Inneren lebendig. Cette parole se vivifie intérieurement maintenant. Und wird zur Gegenwart, wird zur Vorbedingung, die Gegenwart eines anderen zu empfangen. Et devient le préalable pour pouvoir accueillir maintenant quelqu'un. Das lebendig gewordene innere Wort wird zur Vorbedingung des Blickes, der den Gast empfangen kann. La parole est devenue vivante intérieurement et elle est le préalable pour accueillir le regard de celui qui va venir. Der Fremde, der Gast, der künftige Gast, bei ihm war es umgekehrt. Donc l'étranger arrive. Bei ihm ist die, er ist nicht zu Hause, sondern er ist in der Welt. Er ist fremd in der Welt und in der Fremde entdeckt er die Möglichkeit, mit sich zu sprechen. Il était dans une condition, ou il est dans une condition toute différente de celle que l'on vient de décrire. Il n'est pas à la maison, il est étranger dans le monde et il a découvert dans son cheminement qu'il peut jeter un regard en lui et converser avec lui-même. Und in diesem Entdecken und kräftiger werden der inneren Zwiesprache wächst, erwacht der Blick, das Interesse für den anderen mit der Frage, was denkst du, wenn du mit dir zusammen bist? Et nous avons vu que le renforcement de ce dialogue intime en nous nous donne la force après de nous poser la question en l'autre, comment lui se vit intérieurement les choses, comment il se pose les questions. Das sind die Vorbedingungen und mit dem Entstehen des Blicks des Gastgebers und des Blicks des künftigen Gastes sind wir sozusagen an der Türe angekommen. Ce sont les deux préalables pour qu'une rencontre s'opère, un accueil s'opère et que les deux regards soient prêts à être échangés. Sie kennen auch die Situation zu Hause, wenn Sie erwarten Gäste und dann gibt es vielleicht den Ruhemoment, bevor man hat alles vorbereitet und dann klingelt's. Bring. Vous connaissez peut-être cette situation. Vous avez préparé la maison pour accueillir quelqu'un, vous êtes déjà prêt, il y a un moment d'attente et puis d'un coup, ça sonne. Bring, und das ist ein Schreck. Et on est un peu effrayé. C'est un Schreck und die Frage ist sehr laut, wer wird kommen? Et la question peut jaillir, qui va venir ce soir? Und dann machen Sie die Türe auf oder Sie sind auf der anderen Seite der Türe und wer ist da drin? Es ist ein Moment des Erschreckens. C'est un moment un peu on peut être pris par la crainte parce qu'on ne sait pas qui est derrière la porte, celui qui ouvre et celui qui a tapé ou sonné à la porte. Es ist die Situation, die Bildsituation an der Schwelle. C'est une image du seuil. Und die Schwelle hat Eingang gefunden in die Bildsprache der Philosophie. Et la question du seuil a trouvé une voie d'accès dans la philosophie. Indem sie ins Bild bringt, was innen und außen trennt. Lorsqu'il y a un seuil, il y a un intérieur et un extérieur. Die Schwelle ist eigentlich beim Bauen des Hauses der erste Balken, der gesetzt wird. Dans la construction,
la poutre du seuil était celle qui était posée en premier lors de la construction du Die maison. Schwelle ist der Grundbalken des Hauses. C'est la poutre fondatrice qui va porter la maison. Dort wird die Eingangstüre aufgerichtet. C'est là où on va établir la porte d'entrée. Und indem dieser Balken, der Schwellenbalken gesetzt ist, wird auch künftig festgelegt, wo beginnt die Welt und wo beginnt der private Innenraum. Et la pose de cette poutre de seuil va aussi déterminer pour l'avenir où commence le monde extérieur et où est-ce que je pénètre dans ma sphère privée. Die Schwelle ist also nicht der Abgrund, manchmal wird das verwechselt. Donc le seuil n'est pas un abîme. On confond des fois le sens du mot seuil. Sondern die Schwelle ist der Ort, wo Außenwelt und Innenwelt aufeinandertreffen. C'est le lieu où se rencontrent monde extérieur et monde intérieur. Und wo sie auch ineinander übergehen. Et c'est aussi le lieu où ils s'interpénètrent. Die Schwelle selbst ist das Verbindungsstück. Donc le seuil est l'élément de réunion. Und wenn wir an der Schwelle stehen, wenn wir uns jetzt denken, den Gast auf der einen Seite der Schwelle und den Gastgeber auf der anderen Seite der Schwelle. Si nous imaginons maintenant la scène, le seuil est là, l'hôte, l'étranger qui arrive, sont de part et d'autre du seuil. Wir haben die beiden Fragen, die, die in ihnen erwacht sind. Nous avons évoquer les questions qui se sont éveillées dans les deux protagonistes. Der Gast, der von außen aus der Welt kommt, er hat diese Frage entdeckt, diese Möglichkeit zu fragen, wer bist, was denkst du in diesen Momenten der Intimität? Celui qui arrive comme étranger a développé en lui la capacité de demander à l'autre, comment penses-tu, comment ça se passe en ton fort intérieur? Was denkst du, wenn du mit dir intim zusammen bist? Que penses-tu lorsque tu es en conversation intime avec toi-même? Das ist die Frage des Gastes, die Frage des Gastgebers auf der einen Seite. Et l'autre se pose autrement la question. Wer bist du? Qui es-tu? Wer bist du, der du eingelassen werden möchtest? Qui es-tu, celui qui veut rentrer maintenant dans ma maison? Das sind die beiden Fragen, die aufeinandertreffen, was denkst du, wer bist du? Donc on a deux questions qui se rencontrent, que penses-tu et qui es-tu? Und dann entsteht eine Furcht. Et alors une crainte peut s'éveiller. Der Engel der Verkündigung hat diese Furcht schon vorweggenommen. L'ange de l'Annonciation a déjà préfiguré cela. Die Furcht des Gastgebers ist vielleicht, kann man sie so beschreiben, dass er ausgeliefert ist. La crainte de celui qui accueille, c'est qu'il est maintenant exposé. Er ist ausgeliefert dessen, dem, den er einlässt. Il est exposé à tout ce que celui qui va rentrer apporte. In zweifacher Weise auch, denn es gibt Gäste, ich habe es mal versucht, so mir deutlich zu machen, um einen Gegensatz zu wählen. Es gibt Gäste, die sind Elefanten. Et peut-être une image, j'ai réfléchi à cette question, il y a des hôtes qui arrivent, qui sont des éléphants. Sie sind Elefanten und indem sie in mein Haus treten, treten sie mit ihrer eigenen Art sozusagen alles kaputt, was mir lieb und teuer ist. Et l'hôte éléphant, c'est celui qui écrase un peu tout ce qui m'est précieux dans mon chez-moi. Davor habe ich als Gastgeber Angst. Donc j'ai peur en tant que hôte qui accueille. Ich fürchte, dass der Gast, der in mich eintritt, nicht meine Welt achtet. Je crains que celui qui arrive ne respecte pas mon monde à moi. Und seine Art zu sein mir aufzwingt. Et qu'au contraire, il va imposer sa manière d'être dans ma maison. Mir diese Art so aufzwingt, dass für mich gar kein Platz mehr übrig bleibt. Et qu'il l'impose à tel point qu'il n'y a plus aucun espace pour je m'exprime moi-même.
Die andere Art des Gastes, die der Gastgeber fürchtet, ist das kleine Mäuschen. Et l'autre image d'un animal qui m'est venue, c'est l'étranger qui arrive comme une souris, une petite souris. Das Mäuschen ist als Gast auch furchtbar. Le souriceau est aussi terrible quelque part. Man weiß nicht, was es möchte. On ne sait pas ce qu'il veut. Man muss fragen, möchtest du Wasser? Vielleicht. Möchtest il faut du lui Tee? Demander, est-ce que tu veux de l'eau, du thé? Peut-être. Kaffee vielleicht? Nein. Peut-être, hast du pas. Hunger? Nein, eigentlich nicht so. Ja, möchtest du? Nein. Est-ce que tu as faim? Non. Est-ce que tu veux quelque chose? Non. Möchtest du lieber so oder so? Ja, ach, wie du meinst. Bah, fais comme tu veux. Der Mausegast entzieht sich als Gast. Donc l'autre souris se retire en fait, il ne joue pas le jeu. Ein berechtigtes Gefühl führt die Maus dazu, Maus zu werden. Es ist die vielleicht höfliche Scham. Peut-être que celui qui joue la souris a une crainte et une pudeur aussi de politesse, il ne veut pas imposer qui il est. Aber sie ist, der Gastgeber fürchtet sie so, weil dieser Gast sich nicht mitbringt. Mais celui qui accueille craint cette hôte souris parce qu'il n'apporte rien de lui-même, on ne sait rien de lui, on ne sait pas qui il est. Die Furcht des Gastes auf der anderen Seite. Donc la crainte de l'hôte qui accueille. Lässt du mich ein? Darf ich reinkommen? Ah, du hast gesagt, des Gastes. Des Gastes, ah, ja. Pardon. Die andere Seite oui, jetzt nicht. Maintenant l'autre, celui qui arrive, est-ce que tu me laisses entrer, vraiment, véritablement, chez Darf toi? Ich eintreten? Werde ich bei dir übernachten können? Est-ce que je pourrais passer la nuit dans ta maison? Der Gast fragt sich, ob für seine Bedürfnisse gesorgt sein wird. Et il se demande légitimement, est-ce qu'on va pouvoir subvenir à mes besoins? Werde ich etwas zu essen bekommen, was ich... Vertrage? Est-ce qu'on me donnera quelque chose à manger que je peux supporter? Werde ich frieren? Werde ich Est-ce que j'aurai also froid? Alle Bedürfnisse? Davor fürchtet er sich, dass er nicht nur vielleicht, wenn er eingelassen wird, sondern dass seine Bedürfnisse nicht respektiert werden. Donc au-delà du fait d'être accueilli, de pouvoir entrer, il a peur. Est-ce que tous mes besoins vont être satisfaits? Auch die seelischen Bedürfnisse nach Ruhe oder Einsamkeit oder Gespräch, je nachdem, es ist eine Dosierungsfrage. Et on ne parle pas que des besoins matériels, ce sont aussi des besoins psychiques ou affectifs. Est-ce que je vais avoir des espaces de silence ou de dialogue selon les besoins justement que j'apporte avec moi? Aber seine Hauptfrage, die Hauptfrage des Gastes ist, bin ich gemeint? Mais sa première question ou sa principale question, est-ce que c'est vraiment de moi qu'il s'agit quand je suis accueilli? Bin ich gemeint als derjenige, den du einlässt? Est-ce que c'est moi que tu attends quand tu me fais rentrer? An der Schwelle, an diesem kurzen Moment an der Türe, werden die Voraussetzungen geprüft. Et donc on voit qu'à ce moment de seuil où va se passer l'entrée de celui qui vient de l'extérieur, sont mis à rude épreuve tous les préalables. Die Voraussetzungen werden geprüft und die Furcht kündigt diese Prüfung der Herausforderung der Voraussetzungen an. Et la crainte est ce qui accompagne et ce qui caractérise cette mise à l'épreuve de tous les préalables. Die Furcht des Gastgebers vor seinem ausgeliefert sein mit der Frage, wird mein Innenraum respektiert? Donc la question de l'hôte qui accueille, est-ce que mon espace intérieur va être respecté? Und die Frage des Gastes, bin ich gemeint? Et la question de l'hôte accueilli, est-ce qu'il s'agit bien de moi quand je vais être accueilli? In diesem Moment können die Befürchtungen maßgeblich werden. Et dans certains cas, les craintes peuvent prendre le dessus. Und wenn die Befürchtungen maßgeblich werden,
dann versuchen wir, die Befürchtungen zu bewältigen. Et lorsque ces craintes prennent le dessus, on essaye de les surmonter. Und wenn wir die Befürchtungen bewältigen wollen, dann brauchen wir dafür Gewalt. Et lorsque nous voulons surmonter ces craintes, on utilise une certaine violence pour le faire. Und diese Gewalt, die wir brauchen, um die Befürchtung zu bewältigen, sie besteht in etwas, was wir als Kulturtechniken seit 2000 Jahren eingeübt haben. Et la violence que l'on met en œuvre pour surmonter ces craintes, c'est toutes ces techniques que l'on a développées, qu'on apporte avec nous depuis 2000 ans dans notre histoire. Und die eine Form der Bewältigung der Angst oder der Befürchtung, wenn sie maßgeblich wird und wir auf das maßgeblich werden eintreten und sie dann zu bewältigen versuchen, ist, dass wir thematisieren. Et une manière de surmonter ces craintes, c'est d'user d'une technique qui est de proposer un thème et on thématise quelque chose. Wir thematisieren den anderen. Et nous thématisons l'autre qui arrive. Wir machen ihn zum Thema. Il devient un thème. Ein Thema ist etwas, das man mit dem Denken und Sprechen umgrenzen kann. Et un thème, c'est quelque chose que l'on peut circonscrire avec la pensée et avec la parole, les mots que l'on emploie. Wir können ihn fassen und eingrenzen. Wir können sagen, der so und so ist so und so. Donc on peut saisir l'autre en disant, il est comme ci et comme ça, et donc on le contourne, on le circonscrit, il est comme ça. Wir fassen den anderen als Thema und damit bewältigen wir die Furcht, die eine Befürchtung, die an der Schwelle entsteht. Donc en faisant de l'autre un thème, on surmonte une des craintes qui est de ne pas vouloir laisser rentrer l'autre. Und die andere Form des der Gewalt, die entsteht, und ich will morgen dazu gerne etwas mehr noch ausführen, woher es kulturgeschichtlich kommt. Il y a une seconde forme de violence et demain je parlerai un peu plus sur les arrière-plans historiques de cette deuxième violence. Das ist, dass ich erwarte, dass eine Gemeinschaft da ist. C'est lorsque j'attends qu'il y ait une communauté qui soit présente. Ich erwarte, ich setze voraus, dass zwischen mir und dem anderen eine Gemeinschaft besteht, unter der wir gleich sind. C'est lorsque j'attends que dans la rencontre il y a une communauté qui se crée et que nous soyons égaux dans cette communauté. Ich setze voraus, dass es ein Wir bereits gibt. Et je mets comme préalable qu'il existe déjà un nous. Und indem ich dieses Wir subtil oder explizit voraussetze, zerstöre ich die Bedingung, die an der Schwelle gebaut ist. Et en mettant comme préalable qu'il y a déjà un nous explicite ou implicite, détruit quelque part la capacité ou la possibilité de l'accueil. Die Furcht der Schwelle, wenn ich auf sie eintrete, wenn sie maßgeblich wird, auf der einen Seite führt dazu, dass wir thematisieren. Donc la peur du seuil, lorsque je suis au moment de devoir le franchir, conduit à une première peur qui est donc résolue par celui qui accueille, par la thématisation de celui qui arrive. Das Thematisieren zerstört die Frage nach dem, wer bist du? Mais cette attitude détruit la question du qui es-tu? Die Frage, die der Gastgeber stellt, la question que pose l'hôte, der Gastgeber, der den Blick entstehen lässt zum anderen, celui qui laisse ce regard naître vers l'autre, mit der Frage, wer bist du? Qui es-tu? Und dann beginnt, wenn er dann thematisiert, verschwindet diese Frage. Mais dès qu'il arrive avec cette vision du thème pour circonscrire l'autre, la question disparaît en fait, du qui es-tu? Die Türe geht zu. Et la porte se referme en fait. Und umgekehrt, der Gast, der mit der Frage kommt, was denkst du? Et à l'inverse, l'hôte accueilli qui arrive avec la question que penses-tu? Was denkst du, wenn du in deiner Intimität mit dir zusammen bist? Que
Que penses-tu dans les tréfonds de toi-même lorsque tu es en conversation intime avec toi? Wenn er Gemeinschaft voraussetzt, wenn er sagt, ohnehin sind wir zusammen und gleicher Meinung oder wir gehören zum selben Stamm, zur selben, wir denken genauso, wir sind Anthroposophen, deswegen denken wir, alle angenommene Gemeinsamkeit zerstört diesen Raum, diesen zweiten zarten Raum der Frage. Que se passe-t-il lorsque nous mettons entre nous deux déjà des préalables, nous pensons de la même manière, nous sommes anthroposophes, nous sommes de la même ethnie, nous sommes déjà sur la même longueur d'onde, cela détruit en fait la possibilité de rencontrer véritablement l'autre. Auch hier die Türe geht zu. Là aussi, la porte se referme en fait. Und so sehen wir, dass die Erwartung, der Versuch, die Furcht an der Schwelle zu bewältigen, wenn es gelingt, und über dieses wollen wir morgen auch weitersprechen. Nous voyons donc à cette situation du seuil, il faut surmonter des tentations que l'on a là de projeter d'autres choses à la place de la véritable rencontre. Demain, nous reviendrons là-dessus. Kommen wir an die Frage, die in dem Titel des Vortrages genannt ist. Nous arrivons alors à la question du titre de la conférence d'aujourd'hui. Vielleicht liest du es auf Französisch. Bin ich frei als Gast? Bin ich frei als Gastgeber für die Andersheit? Oui, mais en français, nous avons écrit de la liberté à l'altérité. Oui. Est-ce que je suis libre à accueillir véritablement l'autre? Oui. Bin ich frei? Habe ich die Freiheit, das andere als anderes entgegenzunehmen? Gibt es que diese? J'ai suffisamment de liberté pour accueillir l'autre tel qu'il est lorsqu'il vient? Ich habe versucht, die Bedingungen etwas zu schildern, donc die j'ai zu pour dieser le moment Frage führen. Décrit les préalables qui nous conduisent à cette question. Die Bedingungen auf der Seite des Gastes. Les conditions du côté de celui qui accueillit. Der Gast, der einsame Wanderer, der nicht der einsame, sondern der fremde Wanderer ist. L'étranger qui est en voyage, qui chemine. Er hat vor langer Zeit das Heim, das Zuhause verlassen. Il a quitté depuis longtemps son chez-soi. Er hat die Werkstätte des Meisters verlassen. Il a aussi quitté les ateliers de son maître. Er ist auf sich gestellt. Il repose maintenant sur lui-même. Er ist auf sich gestellt und in diesem auf sich gestellt sein entdeckt er, obwohl es eine Last ist, die Last des Goldes. Et il fait l'expérience du poids de l'or qu'il porte maintenant sur les épaules. Die Last des Fremdseins, die aber eben wie das Märchen auch sagt, ein Gold ist, aus dem etwas sich gebären kann. Dans le conte, on voit que cet or est quand même fructueux, il permet une naissance nouvelle, que quelque chose de nouveau advienne. Die Geburt, nämlich das Selbst. En fait, une naissance de soi. Das höhere Selbst oder das andere Selbst. Du soi supérieur ou de l'autre soi. Das andere Selbst, das ermöglicht, mit mir selbst in eine Zwiesprache zu gehen. Ce soi qui me permet d'entrer dans un dialogue intime avec moi-même. Und in dieser Intimität zu finden, die Grundlagen des eigenen Tuns. Pour découvrir au fond de moi-même les bases pour des actes vraiment individuels, personnels. Was ich zu tun habe, was mein Beitrag, mein Werk, denn der Geselle ist derjenige, der an einem großen Werk, das Werk der Menschheit mitwirkt. Afin que je découvre dans mon état de compagnon, le compagnon est là pour co-construire à l'aventure humaine, donc il découvre en lui-même quelle est sa tâche, sa contribution. Was ist sein eigenster Beitrag? Das kann ihm der Meister nicht sagen. Quelle est ma propre contribution au monde? Le maître ne peut pas lui dire. Und indem dieses
dieses Selbst stärker wird oder wacher wird, klarer wird, entsteht gleichzeitig oder damit die Frage, wie ist es bei meinem Mitmenschen? Et en éveillant en soi cette conscience de nous-mêmes, de notre réalité supérieure, s'éveille aussi la question, qu'en est-il chez l'autre? Wir werden morgen, will ich versuchen, dieser Frage des Gesellen in seiner Beziehung zur anthroposophischen Gesellschaft auch etwas zu sagen. Demain, j'aimerais aborder aussi la question de ce compagnonnage. Quel est le lien de ce compagnon avec la société anthroposophique? Was lebt in dir, wenn du aus dem Selbst sprichst? Qu'est-ce qui vit en toi lorsque tu parles à partir de toi-même? Was lebt in dir, wenn du aus der inneren Zwiesprache urteilst? Qu'est-ce qui vit en toi lorsque, à partir du dialogue interne intime, tu formes un jugement? Wie formen wir ein Zusammenleben mit dieser Frage, die uns, die jetzt in meiner Erzählung, an die Schwelle, an die Pforte sozusagen führt? Comment nous vivons avec cette question que j'ai décrite à travers le récit que j'ai fait, qui nous conduit jusqu'au seuil? Die Frage des Gastes, was denkst du? La question de l'hôte accueilli, que penses-tu? Und auf der anderen Seite die andere Bedingung sozusagen der Erzählung. Et l'autre condition dans mon récit. Was geht voraus dem, dass ich den anderen, der diese Frage stellt, wie kann ich diesen Raum vorbereiten? Comment puis-je préparer l'espace préalable pour aller à la rencontre de l'autre? Wie entsteht der Blick des Gastgebers? Comment se forme le regard de celui qui accueille? Er ist allein zu Hause. Il est seul à la maison. Er liest. Il est en train de lire. Er liest im Innern. Il lit en lui. Und im Inneren erwacht oder wird lebendig das Wort Gottes. Et en lisant intérieurement s'éveille le Verbe divin. Und dieses lebendig werdende führt zur Frage. Et ce qui s'éveille en lui devient une question. Wer ist es, der in mir lebendig geworden ist? Qui est celui qui est devenu vivant en moi? Und das eröffnet beim Gastgeber auf der anderen Seite den Blick, den fragenden Blick, der sich eben öffnen kann zum anderen hin. Et cela éveille donc dans l'hôte la façon de regarder vers celui qui vient. Wer bist du? Qui es-tu, toi? C'est tout. C'est tout. Thank you.